This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute machen wir die fünfte Lesung von dem Thema des systematischen Kindesmissbrauchs in der römisch-katholischen Kirche und werden fortfahren mit dem Papier, das wir jetzt letztens mal gelesen hatten, das da heißt, wir sahen, wie Nonnen Kinder töteten. Wir waren in diesem anderen Artikel hier aus der Fußnote hereingegangen. Der hieß, oder der heißt, eine Warnung, die jüngsten Skandale und Papst Franziskus von Richard Bennett. Und das ist im Grunde eine Fußnote ganz am Anfang des Artikels, den wir eigentlich lesen wollen. Deswegen gehen wir jetzt hier weiter, weil hier bei Fußnote 17 ging gleich wieder in einen anderen Artikel mit rein. Irland und die USA sind nur zwei Zentren globaler Skandale, mit denen sich Papst Franziskus auseinandersetzen muss. Chile und Australien sind ebenso in Mitleidenschaft gezogen worden in Bezug auf Sexskandale in hohen Kreisen der römisch-katholischen Geistlichkeit. Wo soll dies alles enden? Naja, nicht nur Chile und Australien sind damit einbezogen, auch zum Beispiel Kanada, wie wir ja lernen, auch aus den Recherchen von Kevin Annett. Und jedes Land, wo die römisch-katholische Kirche ist, da gibt es diese Sexmissbräuche von Kindern. Skandale will ich jetzt gar nicht mal sagen, weil nicht in jedem Land werden diese Skandale wohl aufgedeckt. Aber es ist eine Epidemie weltweit. Wo die römisch-katholische Kirche ist, da ist Kindesmissbrauch. So einfach ist es. Gut, also in Fußnote 17 gehen wir dann jetzt mal rein. Und da haben wir einen Artikel aus der Associated Press. Chile Police Raid Catholic Church Headquarters in Sex Abuse Investigation. Ja, den Artikel hat jetzt uns der Victor hier übersetzt und deswegen gehen wir da rein und der Titel ist eben Chilenische Polizei durchsucht katholisches Kirchenhauptquartier bei Ermittlungen wegen sexuellem Missbrauch. Ich mache das hier ein klein bisschen größer, dass jedes Mal, wenn ich draufklicke, geht die Vergrößerung weg. Muss ich immer wieder richtig einstellen.
Maristenbrüder werden wegen dutzender Missbrauchsfälle angeklagt. Was sind Maristenbrüder? Brüder der Maria, ja, also ein Orden, der sich spezial weidet, sage ich jetzt mal, der sich spezial der Jungfrau Maria zuwendet, ja. Im Grunde wie die Jesuiten auch. Die Jesuiten wurden ja auch gegründet aufgrund ihrer Anhimmelung der Jungfrau Maria, der natürlich heidnischen Himmelskönigin. Und diese Maristenbrüder sind also auch ein Orden, der sich dieser Maria verschworen hat. Und die werden hier wegen dutzender Missbrauchsfälle angeklagt. Die Straflosigkeit der chilenischen Hierarchie ist beendet. Na, dann wollen wir mal sehen, wie die das gemacht haben. Vielleicht kann das ja mal als Vorbild für andere Länder dienen. Die chilenischen Behörden haben das Hauptquartier der Bischofskonferenz der katholischen Kirche als Teil einer weit verbreiteten Untersuchung von Missbrauchsfällen durch Angehörige des Maristbruderordens durchsucht, teilten die Staatsanwälte mit. Die Razzia, durchgeführt von Ermittlern der Staatsanwaltschaft und Chiles Gegenstück des amerikanischen FBI, fand in einem der wichtigsten Gebäude der chilenischen Kirche in der Hauptstadt Santiago statt. Der Ankläger Raúl Guzmán, der die Razzia bestätigt hat, ermittelt wegen Missbrauchs an ehemaligen Schülern in 35 Fällen an Schulen, die von Maristen geführt werden, die religiöse Brüder und keine Priester sind. Ja, also Mönche, kann man dann sagen. Anne Barrett Doyle von der Missbrauchsdatenbank bishopaccountability.org sagt, Zitat, die Straflosigkeit der chilenischen Hierarchie ist beendet. In Chile sehen wir, was passiert, wenn die katholische Kirche als normale juristische Person behandelt wird. Die Staatsanwaltschaft in Chile hat die Messlatte für Zivilbehörden in anderen Ländern erhöht. Ja, das kann man wohl sagen. Wenn sie hier in Chile das römisch-katholische Recht brechen, das sagt, dass die geistliche Macht über der weltlichen Macht steht. Wenn hier die Staatsanwaltschaft in Chile die katholische Kirche tatsächlich vor die Gerichte führt, dann ist das ziemlich einmalig in der Welt. Weil normalerweise wird so etwas der Kirche überlassen, die dann diese Mönche, Priester oder was auch immer, die Unzucht mit Kindern betrieben haben, die diese Sexualskandale verursacht haben, die sexuellen Misstäter sind, dann werden die einfach in andere Parochien, Gemeinden, Diözesen oder sonstige Gebiete abgeschoben und kriegen da von neuem die Gelegenheit, um das zu tun, und sie werden von weltlichen Gerichten nie gerichtet. Wenn also hier die chilenische Behörde das jetzt einmal tut, dann ist das eine wirklich wie die Annette Barrett hier sagt, dann ist das hier wirklich eine neue Messlatte für Zivilbehörden in anderen Ländern. Die Kinder Chiles, fährt sie fort, werden sicherer sein. Überlebende finden mit größerer Wahrscheinlichkeit Gerechtigkeit und die Kirche wird letztendlich stärker. Die kirchlichen Behörden waren auf Anfrage für eine unmittelbare Stellungnahme nicht bereit. Die Maristen operieren in dutzenden Ländern auf der ganzen Welt. Der Skandal in Chile kam im August 2017 zum Vorschein, als aus dem Orden hervorging, dass mindestens 14 Minderjährige von den 70er Jahren bis 2008 von Abel Perez, einem Bruder, der an zwei Schulen des Ordens arbeitete, missbraucht wurden. Dann wurde offenbart, dass ein anderer Marist 5 Studenten sexuell missbrauchte. Die Maristen leiteten eine kanonische Untersuchung ein und legten Klage gegen Perez ein. Aber viele Chilenen waren empört, als der Orden zugab, dass Perez bereits 2010 gestanden hatte. 7 Jahre zuvor. Ja, also, was lesen wir hier? Die Maristen leiteten eine kanonische Untersuchung ein, also eine innerkirchliche, und legten Klage gegen Perez ein. Aber viele Chilenen waren empört, als der Orden zugab, dass sie das schon 7 Jahre wussten. Warum haben sie denn dann 7 Jahre nichts getan? Die Opfer haben auch eine Strafanzeige gegen 3 katholische Priester, einen Bruder der Kapuziner und 6 Maristen eingereicht. In dieser Beschwerde und in Interviews mit der Associated Press haben sie über zahlreiche Missbrauchsfälle berichtet.
Papst Franziskus sandte den führenden Vatikanexperten für sexuellen Missbrauch, Erzbischof Charles Scicluna, der die Vorwürfe gegen Bischof Juan Barros prüfen sollte, weil Barros von Opfern beschuldigt wurde, dass er den angezeigten Missbrauch und mutmaßliche Misshandlung der Maristenbrüder Salesianer und Franziskanerorden ignorierte. Nach Erhalt des Berichts verurteilte der Papst eine Kultur des Missbrauchs und der Vertuschung in der katholischen Kirche Chilis und sagte, er schäme sich, dass weder er noch die Führer der chilenischen Kirchen den Opfern wirklich zugehört hätten, während der Missbrauchsskandal sich ausbreitete. Das, was der Papst, der Antichrist, hier sagt, ist pure Heuchelei. Ja? Nichts anderes. Das ist pure Heuchelei. Weil diese Fälle jetzt ans Licht gekommen sind und weil sie da anscheinend in Chile die jetzt sogar durch weltliche Gerichte aburteilen, sagt der Papst auf einmal, oh, das tut uns leid. Das ist genauso eine ehrliche Entschuldigung wie das Mea Culpa Papst Johannes Paul II. In 2000, glaube ich, als er sich für die ermordeten Seelen in der Inquisition der vergangenen Jahrhunderte entschuldigte. Mea Culpa. Oh, tut mir leid, dass wir das gemacht haben. Bereuen? Nee. Wirklich leid tun? Nee. Aber was dem Papst leid tut und was er im Grunde verurteilt, das ist, dass diese Kultur des Missbrauchs an die Öffentlichkeit kam und dass er da jetzt wirklich Stellung zu nehmen muss. Und dann kann man ja immer nur sagen von, ja, ach, wir haben das ja gar nicht gewusst. Er schämt sich, dass weder er noch die Führer der chilenischen Kirchen den Opfern wirklich zugehört hätten, während der Missbrauchsskandal sich ausbreitete. Wenn sich da einmal Opfer melden, dann wird denen nicht zugehört, dann wird denen kein Glauben geschenkt und noch viel schlimmer, die werden oftmals unterdrückt, dass diese Informationen überhaupt nicht rauskommen. Ja? Wenn sie dann einmal lecken, wenn sie dann einmal rauskommen, dann kann der Papst nur sagen von, da, das tut mir leid und ich verurteile das. Aber er noch seine Vorgänger haben in der Vergangenheit da etwas dran getan, noch er noch seine Nachfolger werden in der Zukunft da wirklich etwas dran tun. Weil, wie ich schon bereits öfter angeholt habe, der Missbrauch, der Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche ist Tradition, ist mit der römisch-katholischen Kirche in Babylon verwurzelt. Ja? Das kann gar nicht anders gehen, das hängt ursächlich zusammen. Das muss man sich eben immer wieder vor Augen halten. Nun, in der letzten Woche, fährt der Autor fort, waren die Opfer jedoch enttäuscht, als Franziskus in einem Brief an die Bischofskonferenz der chilenischen Kirche sagte, er sei beeindruckt von den Überlegungen, der Wahrnehmung und den Entscheidungen, die die Bischöfe nach ihrem letzten Treffen getroffen hatten, um die Lawine der Skandale zu diskutieren. Die chilenische Staatsanwaltschaft hat kürzlich auch den Erzbischof von Santiago, Kardinal Ricardo Ezzati, aufgefordert, vor Gericht zu erscheinen und über die angebliche Vertuschung jahrelanger Misshandlungen auszusagen. Im Mai boten 31 Bischöfe dem Papst ihren Rücktritt an. Jetzt kommt's. Bisher hat Franziskus den Rücktritt von 5 akzeptiert. Von 26 hängt das noch und jetzt wäre es natürlich interessant, einmal Nachforschungen anzustellen in dem Punkt, um zu sehen, was mit diesen 5, die ihren Rücktritt angeboten und von denen er den Rücktritt akzeptiert hat, passiert ist. Sind die wirklich aus ihrem Amt zurückgetreten oder sind die jetzt irgendwo anders in der römischen Hierarchie beschäftigt? Das dürfte interessant sein zu erfahren. Also, soweit über Chile. In Australien, da haben wir hier ein Text, den jetzt der Victor hier nicht übersetzt hat, aber auch hier gibt es einen Text, Neue Welle, Prozess gegen Kardinal Pell wegen Missbrauchsvorwurf. Wir werden mal sehen, das wird wohl ein deutscher Text sein und dann können wir uns das ja mal eben hier durchlesen. Bei dem einen ist er in die Fußnote gegangen, weil er es übersetzt hat und hier lesen wir dann eben den Originalartikel. Also, aus der Fußnote Nummer 18. Prozess gegen Kardinal Pell wegen Missbrauchsvorwurf. Da geht es jetzt um Australien. Ne? Der Papstvertraute und Finanzchef des Vatikans, Kardinal George Pell, soll sich über Jahre hinweg an Jungen vergangen haben. Nun muss er sich deswegen in seiner Heimat Australien vor Gericht verantworten.
Ein Amtsgericht in Melbourne hat nach monatelangen Vorverhandlungen und Prüfungen nun entschieden, dass gegen Pell ein Hauptverfahren eröffnet wird. Er muss sich mindestens einem Anklagepunkt verantworten. Der Kurienkardinal ist damit der weltweit bislang ranghöchste katholische Geistliche, der wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs angeklagt wird. Nun, einige wissen nicht, was ein Kurienkardinal ist. Ein Kurienkardinal ist also ein Kardinal, der Mitglied der Kurie ist. Und die Kurie ist eine spezielle Kardinalsversammlung, die den nächsten Papst bestimmt. Also wenn ein Papst abtritt, wie Benedikt der 16., oder stirbt, wie normalerweise ein Papst aus dem Amt verschwindet, dann wird die Kurie einen neuen Papst bestimmen aus ihrer Mitte. Ja? Und das ist ein Kurienkardinal. Es sind nicht alle Kardinale Mitglied der Kurie. Aber dieser hier ist ein Mitglied der Kurie, das heißt, er ist Mitglied des der Versammlung, die den Papst wählen. Wahrscheinlich war er schon Kurienkardinal zur Wahl von Papst Franziskus, gehe ich mal von aus. Also, so viel zu dem Thema, was ein Kurienkardinal ist. Als Finanzchef war der Vertraute von Papst Franziskus bis vergangenes Jahr die inoffizielle Nummer 3 des Kirchenstaates. Gegen ihn gibt es seit längerer Zeit Vorwürfe, dass er über Jahre hinweg in seiner Heimat Jungen missbraucht habe. Pell selbst streitet alles ab, ließ sich aber als Finanzchef schon mal beurlauben. Mit der jetzigen Entscheidung ist äußerst unwahrscheinlich, dass er jemals auf seinen Posten zurückkehren kann. Der Prozess, möglicherweise werden es auch mehrere Verfahren, könnte sich sehr in die Länge ziehen. Pell bezeichnet sich selbst natürlich als unschuldig. Zur Bekanntgabe der Entscheidung musste der Kardinal persönlich vor dem Amtsgericht in Melbourne erscheinen. Dabei äußerte sich Pell vor Gericht auch erstmals selbst. Er bezeichnete sich als nicht schuldig. Die Entscheidung des Gerichts nahm der 76-Jährige, der zu seinem Schutz von 2 Dutzend Polizeibeamten begleitet wurde, ohne sichtbare Regung zur Kenntnis. Vor dem Gerichtsgebäude demonstrierten Anhänger und Gegner. Die australischen Behörden haben sich bislang noch nicht näher dazu geäußert, was genau dem Kardinal vorgeworfen wird. Offiziell heißt es nur, es gehe um länger zurückliegende Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs. Die Beschwerden reichen in Pells Zeit als Priester in seiner Heimatgemeinde Ballarat zwischen 1976 und 80 und als Erzbischof von Melbourne zwischen 96 und 2001 zurück. Also Fälle, die gut bis zu 40 Jahre zurückgehen, die werden dann sowieso verjährt sein und das wird natürlich dann alles berücksichtigt bei diesem sogenannten Fall, ne? Außerdem geht es bis jetzt nur um den Missbrauchsvorwurf. Es geht nur um einen Verdacht. Ja? Also es geht hier um Fälle von 1976 bis 80 und 96 bis 2001. Fälle, die 20 bis 40 Jahre zurückliegen. Und es geht nur um einen Verdacht. Es ist noch nicht einmal von einer Verhandlung die Rede. Es ist noch nicht einmal von einer Verurteilung die Rede. Also, wer will, der kann das ja gerne in Zukunft mal ein wenig im Auge behalten, wie das sich weiter verhält und wie der australische Kardinal George Pell in der Zukunft damit umgehen muss. Ob er vielleicht verurteilt wird, ob es überhaupt zu einer Verhandlung kommt. Ja? Soweit diese Fußnote hier, Fußnote 18. Nun, warum sprechen bekennende Evangelikale so positiv von Papst Franziskus? Weil er auf einmal ein paar Anklagen von Kindesmissbrauch sich da rauspickt und die Leute nach dem Motto öffentlich anklagen lässt? Hä? Meinen Sie das jetzt im Ernst? Oh, dieser Papst, der gibt nicht nur zu, dass in der römisch-katholischen Kirche Kinder missbraucht werden, sondern er ist auch noch einer, der Leute aus Ämtern enthebt, von ihren Plätzen tatsächlich wegnimmt und sie sogar freigibt, dass sie vor einem weltlichen Gericht verurteilt werden können? In allem Ernst, es scheint in unseren Tagen so zu sein, dass der Herr, unser Gott, viele bekennende Evangelikale den Täuschungen von Papst Franziskus dahingegeben hat. Das kann man wohl sagen. Die glauben nämlich, dass Papst Franziskus wirklich mal ein, zwischen Anführungszeichen, guter Papst ist. Warum wird Franziskus so sehr akzeptiert? Sie werden sich nicht nur für ihre eigenen Sünden,
sondern für die Sünden verantworten müssen, in die andere hineingezogen wurden. Im Alten Testament wurde das Volk Israel gerichtet, weil es sich dem Götzendienst Jeroboams hingab. In unseren Tagen sind sowohl die blinden Führer als auch ihre blinden Nachfolger bereit, in die Grube zu fallen. Offenbarung Kapitel 2, Vers 16 sagt: Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Der Herr Jesus Christus ist bereit, den Menschen der Sünde und die Sünder zu richten. Und wie wir im zweiten Brief der Thessaloniker Kapitel 2 lesen, wird er den Menschen der Sünde mit seinem Mund vernichten, wenn er kommt. Er ist bereit dazu, das ist er schon seit 2000 Jahren. Es wird Zeit, dass er endlich kommt und diesen Menschen der Sünde hier auf Erden ein Ende macht. Der Herr Jesus Christus, ist er dein Retter oder ist er dein Richter? Wer Jesus Christus nicht als seinen Retter anerkennt, der wird sich damit zufrieden geben müssen, dass er gerichtet wird von ihm. Kein Schwert, sagt der Autor, schneidet so tief oder verursacht solch schreckliche Schmerzen als das Schwert aus dem Munde des Herrn Jesus Christus. Dieses Gericht durch den Herrn Jesus Christus wird möglich, weil die Rechtfertigung durch seinen Tod und seine Auferstehung dem Gläubigen zugerechnet wird. Rechtfertigung ist vor allem das gerechte Gericht des Herrn Jesus Christus an dem Gläubigen. Wie die Schrift sagt, aus Epheser, Kapitel 2, Verse 8 bis 9, Zitat: Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir beten wahrhaft, dass die Wahrheit des Wortes Gottes das Gewissen jener anrührt, die sich der Sünde schuldig machen, andere dazu zu verleiten, Papst Franziskus als christlichen Leiter zu akzeptieren. Sie müssen Buße tun, dass sie Menschen dazu verleiten, Papst Franziskus, den Menschen der Sünde, zu erhöhen, anstatt Gott, Jesus Christus, im Himmel. Wir beten, dass Gottes Wort Sünder erreichen wird und in der Tat auch alle von uns. Nun, wenn Sie diesen Artikel lesen, dann bitten Sie den Herrn, dass er Ihr Herz mit der Wahrheit Christi überführen möge. Aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Verse 20 und 21 lesen wir, Zitat: Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Also, Götzen wird hier nochmal kurz erklärt aus dem griechischen Wort eidolos, Idol, das heißt also vor allem von falschen Göttern. Und was ist ein falscher Gott? Tja, einer, der die Kriterien erfüllt, als Idol, als Abbild aus dem zweiten Gebot, Exodus Kapitel 20, Verse 4 und 5, ja. Wenn ich einen Mensch zu etwas Göttlichem hier auf Erden erhöhe, dann erniedrige ich Gott gleichzeitig damit. Und in der römisch-katholischen Kirche erhöhe ich einen Menschen zur Position Gottes und von daher erniedrige ich Gott. Und davor soll ich mich nach dem 1. Johannesbrief Kapitel 5 hier hüten. Hütet euch vor den Götzen. Amen. Endet Richard Bennett diesen Artikel. Und dann gehen wir zurück in unseren Artikel hier. Und dann haben wir hier noch die Fußnote 3. Da gehen wir gleich wieder in einen Artikel und auch in Fußnote 4 gehen wir in einen Artikel. Aber jetzt lesen wir erstmal eben diesen ganzen Absatz einmal. Wir sahen, wie Nonnen Kinder töten, hieß er ja. Mit all den Enthüllungen, die wir in den Nachrichten in letzter Zeit über den aktuellen Missbrauchsskandal hören, der tatsächlich direkt vor der Türschwelle des Papstes steht, fordern Kirchenbotschafter ihn zum Rücktritt auf, hatten wir gelesen. Sogar einige Gruppen des katholischen Volkes in Amerika drängen darauf, den Artikel lesen wir gleich. Und was ist in Deutschland bzw. Europa zu hören? Das ist doch mal eine interessante Frage.
Wir haben gerade gelesen über Chile, wir haben gelesen über Australien, wir lesen jetzt gleich über Amerika. Aber was ist denn in Deutschland? Was ist denn in Europa? Was ist denn in Belgien nach der Dutroux-Affäre, die ja auch vatikanische Verbindungen hat? Das sieht natürlich keiner, weil 27 Zeugen ermordet wurden und die Sache unter, wie man so schön sagt, hier in Belgien, in den Doofpot gestoken ist. Also, weil das unterdrückt wurde, weil das unter den Teppich gekehrt wurde. Aber was ist denn hier in Europa bzw. in Deutschland, wenn es sogar Gruppen des katholischen Volkes in Amerika gibt, die darauf drängen, dass Papst Franziskus deswegen zurücktreten soll? Und um es noch schlimmer zu machen, weigert sich der Papst, diese Gräueltaten zu kommentieren, aus Angst, sich darin zu verwickeln, wo er sich raushalten will. Also in Fußnote 3 gehen wir zu dem Artikel, den Viktor hier übersetzt hat. Der ist von Breitbart.com. Katholiken rufen zur Untersuchung auf, Rücktritt von Papst Franziskus gefordert. Er ist geschrieben von Katharine Rodriguez am 30. August 2018. Also ihr seht, das ist alles noch sehr rezent, also noch ziemlich ja, in jüngerer Vergangenheit passiert. Wir sprechen hier jetzt nicht wie in dem ersten Newsbrief von Richard Bennett, den wir aufgenommen hatten, von 2003, von einer Sache von 15 Jahren zurück. Hier reden wir von einer Untersuchung, die erst in 2018 angefangen war. Immer mehr amerikanische Katholiken fordern eine Untersuchung der Vorwürfe, wonach Papst Franziskus Kardinal Theodore McCarricks Bericht über sexuellen Missbrauch von Priestern, Seminaristen und Laien, darunter auch Minderjährige, ignoriert habe. Einige Katholiken fordern sogar den Rücktritt des Papstes. Die Aufforderungen der katholischen Bischöfe, Organisationen und Medien, Papst Franziskus Rolle zu untersuchen bzw. er von seinem Amt zurücktreten möge, sind aufgekeimt, nachdem der ehemalige vatikanische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Erzbischof Carlo Maria Vigano, am Samstag eine 11 Seiten umfassende eidesstattliche Erklärung veröffentlicht hatte, die man folgen kann, wenn man hier auf diesen Link klickt, das ist aber Englisch, indem er Papst Franziskus anlastet, ein blindes Auge in Bezug auf McCarricks Verhalten zu haben. Viganos eidesstattliche Erklärung machte ausdrücklich klar, dass Papst Franziskus die kanonischen Sanktionen von Papst Benedikt gegen den zwischen 2009 und bis 2010 verhängten schändlichen Skandal Kardinal aufgehoben habe. Ja? Franziskus hat die kanonischen Sanktionen gegen diesen Kardinal McCarrick aufgehoben. Benedikt habe ihm verboten, mit der Öffentlichkeit in einer offiziellen Funktion zu interagieren und Vigano behauptete, dass Franziskus dies tat, obwohl er von den schwerwiegenden Anschuldigungen gegen McCarrick wusste. Kardinal Daniel An DiNardo, der Präsident der US-amerikanischen katholischen Bischofskonferenz, veröffentlichte am Sonntag eine Erklärung, in der er eine unparteiische Untersuchung der Vorwürfe gegen Papst Franziskus forderte. Zitat: Der kürzlich verfasste Brief von Erzbischof Carlo Maria Vigano macht diese Untersuchung besonders wichtig und dringlich, schrieb Kardinal DiNardo in einer Erklärung, die am Sonntag auf der amerikanischen katholischen Bischofskonferenz Webseite veröffentlicht wurde. Auch hier, die Erklärung ist nur in Englisch, mache ich jetzt deswegen nicht auf. Wer Englisch kann, kann sich das gerne selbst anschauen. Bald folgten weitere Bischöfe in den USA mit Bischöfen aus Oklahoma, Texas, Wisconsin und Kalifornien gaben Erklärung, bald folgten weitere Bischöfe aus den USA mit Bischöfen aus Oklahoma und aus Texas. Wisconsin und Kalifornien geben Erklärungen ab, die eine Untersuchung des Papstes fordern. Alle Bischöfe sagten, die Vorwürfe vom ehemaligen Vatikan-Nuntius bis zu den USA seien glaubwürdig. Kardinal Raymond L. Burke, der als Schutzpatron des souveränen Malteser Militärordens diente und früher Präfekt des obersten Gerichtshofs des Vatikans der Apostolischen Unterschrift war, sagte in einem Interview, das man in diesem Link hier nachlesen kann, aus America Magazine, das ist ja das Jesuitenmagazin, mit lokalen italienischen Medien, dass Viganos Aufforderung nach Papst Franziskus Rücktritt nicht falsch und dass eine Untersuchung der Vorwürfe gegen den Papst
notwendig ist. Ja? Cardinal Raymond Burke, Schutzpatron des SMOM, des Souveränen Militärischen Malteserordens. Ja, nie vergessen, der Malteserorden ist ein Militärorden, ja, Malteser Militärorden, wie es hier steht. Und zwar direkt den Jesuiten untergeordnet, die ja auch La Compagnie de Jesus ein Militärorden sind. Ja, der gibt hier eine solche Erklärung ab. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie viel ist die wert und wie viel wird das auch wirklich durchgesetzt. Einige katholische Organisationen, fährt der Autor fort, erklären sich auch mit Viganios Forderung einverstanden, dass Papst Franziskus sein Amt als Bischof von Rom aufgibt. LifeSite News, eine Pro-Life-News-Webseite für Katholiken, startete eine Petition, in der die Gläubigen aufgerufen wurden, Viganios Enthüllungen von Papst Franziskus und anderen hochrangigen Mitgliedern der Kirche zu unterstützen. Am Mittwochabend erhielt die Petition mehr als 6.000 Unterschriften. Wenn die keine 6 Milliarden Unterschriften kriegt, dann wird ihn das niemals interessieren und selbst dann interessiert es ihn nicht. Louis Murray, Vorstandsvorsitzender der Boston Catholic Radio, schrieb am Montag einen Beitrag im Boston Herald und forderte Papst Franziskus und Kardinal Sean O'Malley aus Boston zum Rücktritt auf. Zitat: Was ich jetzt sowohl zu Papst Franziskus als auch zu Kardinal Sean sage, ist zum Wohle der Kirche. Bitte treten Sie zurück. Ende Zitat von Murray. Sean O'Malley, Kardinal aus Boston. Michael Voris, der Gründer von St. Michael's Media, einem Medienunternehmen, das für die katholische Kirche agiert. Church Militant. Also einem Medienunternehmen, das für die katholische Kirche agiert. Alle Medienunternehmen agieren für die katholische Kirche. Das wissen wir aus Miranda Prorsus und Inter Mirifica. Ja? Church Militant veröffentlichte am Montag eine Videoerklärung von 4,5 Minuten, in der Heilige Vater zum Wohle der Kirche zum Rücktritt gefordert wurde. Church Militant. Jetzt schauen wir uns mal kurz den Link an. Ich werde es natürlich nicht übersetzen. Victor hat hier ein bisschen was übersetzt und geht da drauf mit rein. Aber alleine schon diese Webseite, Church Militant, ist ja ziemlich interessant. Ne? Mit einer Aussage des Papstes hier. Und da haben wir hier ein Transkript, also eine Niederschrift der Aussage des Papstes, die er zu diesem Thema hier trifft. Na? Ich fand das nur mal interessant, dass wir uns kurz eine Webseite angucken, die Church Militant heißt, ja, die militante Kirche. Ja? Von wegen, die Kirche predigt Liebe und Vergebung. Es geht hier um eine militärische Kirche. Man schaue sich mal das Symbol an hier oben, das M mit dem Kreuz da drin. Ein Teil dieser Aussage lautet, also das ist, was wir jetzt gerade eben in dem Artikel gesehen haben, ja, wo die Aussage drinsteht, die ist jetzt hier zum Teil übersetzt. Ein Teil dieser Aussage lautete: Sie haben noch Zeit, Heiligkeit, ja, also Papst. Geben Sie Ihre ungeheuren Versäumnisse zu. Entlassen Sie die bösen Mitläufer vom Kardinalskollegium. Legen Sie Ihr Amt nieder. Und geben Sie uns die heilige Kirche zurück, die wir lieben und Ihre hündischen Schergen verabscheuen. Heiliger Vater, deine Freunde, deine Berater haben Männer und Jungen vergewaltigt. Sie zerstören Wahrheit und Unschuld sowie Leben und Seele. Und Sie, Antichrist, decken jene, füge ich folgerichtig in diesem Artikel das Wort Antichrist hinzu. Nachdem sie zurückgetreten sind und sie diese Schuldigen aus ihrem Amt gejagt haben, sollte ihr Nachfolger die gesamte Brut strafrechtlich verfolgen, um der Welt zu zeigen, dass der Wandel tatsächlich in der Kirche angekommen ist. Wenn das passieren würde, meine lieben Brüder und Schwestern, dann wäre die römisch-katholische Kirche non-existent. Ja? Dann würde sie aufhören zu existieren. Es wird für sie viel besser sein, wenn sie jetzt der Gerechtigkeit gegenüberstehen, anstatt nach dem Tod. Zum Wohl deiner Seele, heiliger Vater, um nicht für die Ewigkeit
den Qualen der Dämonen im Fegefeuer ausgesetzt zu sein, tritt zurück. Also, wenn man sich anhört, was der Kardinal hier, der Michael Vogt ist, ja, was der in diesem Church Militant-Artikel sagt gegenüber dem Papst, das ist einfach nur lächerlich und das ist niemals mit der Bibel in Einklang zu bringen. Da fängt er schon an mit der Anrede, sie haben noch Zeit, Heiligkeit. Ja, der Papst ist nicht heilig. Nur derjenige, der heilig ist, kann etwas heilig machen und nur Gott ist heilig. Ja, es ist keiner rechtschaffen, sagt die Bibel. Nein, nicht einer. Keiner, nein, nicht einer auf der ganzen Welt. Heiliger Vater, nein, Jesus hat gesagt, nenne niemand deinen Vater außer dem, der im Himmel ist. Deine Freunde und deine Berater haben Männer und Jungen vergewaltigt. Es sind nach der eigenen Aussage hier seine Freunde und seine Berater, die Männer und Jungen vergewaltigt haben. Und er hat es nicht gewusst. Er hat die ganze Zeit es auch gewusst. Also gibt es keinen Grund, ihn irgendwie mit Respekt anzureden. Ja? Es wird für Sie als Papst viel besser sein, wenn Sie jetzt der Gerechtigkeit gegenüberstehen, anstatt nach dem Tode. Ach ja? Also nach dem Motto, wenn ich jetzt hier im weltlichen Gericht mich verurteilen lasse für die Taten, die ich hier begangen habe, als Papst jetzt, dann muss ich nach dem Tod nicht mehr vor Gericht stehen? In der Bibel steht doch geschrieben, die Menschen wissen, dass sie sterben müssen und nach dem Tod kommt das Gericht. Ja? Die Auferstehung der Gerechten und die Auferstehung der Ungerechten zum Gericht. Nach dem Tod gibt es ein himmlisches Gericht. Also was soll diese Aussage? Es wird für sie viel besser sein, wenn sie jetzt der Gerechtigkeit gegenüberstehen, anstatt nach dem Tode. Selbst wenn, jetzt wollen wir das mal eben annehmen, selbst wenn der Papst hier in dieser Welt verurteilt würde wegen dieser Sache, was nie passieren wird, aber selbst wenn, dann würde er damit doch dem himmlischen Gericht unseres Herrn im Himmel nicht entgehen? Ich meine, das ist ja alles ganz schön, wie das da geschrieben steht, aber es ist eine einzige Lügenparade. Man muss da durchsehen, ja, sonst ist das so, wie die meisten Leute solche Artikel lesen. Dann lesen sie das und sagen von, oh ja, man, da hat er ja recht, was der hier sagt auf dieser Webseite. Ja, das ist so. Ja, Papst, du musst das jetzt machen, sonst kommst du nämlich im Himmel vor Gericht. Er kommt immer im Himmel vor Gericht. Jeder Mensch kommt im Himmel vors Gericht. Deswegen müssen wir hier auf Erden wählen, wem wir dienen. Jesus Christus oder dem Antichristen. Weil wenn wir dem Antichristen dienen, dann kommen wir vors Gericht und werden ins Höllenfeuer geworfen. Und dann werden wir sterben. Dann werden wir ausgelöscht sein. Dann werden wir nicht mehr leben. Oder wir wählen Jesus Christus. Dann bekommen wir das ewige Leben geschenkt. Eine ganz deutliche Wahl, die wir treffen müssen. Der Papst hat seine Wahl getroffen, sonst wäre er a. nicht in die römisch-katholische Kirche eingetreten, b. nicht in den Jesuitenorden eingetreten und c. sonst wäre er nicht in der Hierarchie so hochgestiegen und sogar Papst geworden. Er hat seine Wahl getroffen. Er dient lieber dem Geist des Antichristen. Ich für meinen Fall diene lieber dem Geist Christi, dem Heiligen Geist. Ja? Aber schaut da bitte durch, bemerkt das, dieser Artikel, der anscheinend so positiv klingt, ist voll von Lüge. Es wird für Sie, Papst, viel besser sein, wenn Sie jetzt der Gerechtigkeit gegenüberstehen, hier in dieser Welt, anstatt nach dem Tode. Nein, ein Gericht hier auf dieser Welt nimmt nicht das Gericht nach dem Tode weg. Zum Wohle deiner Seele, heiliger Vater, und nicht, um nicht für die Ewigkeit den Qualen der Dämonen ausgesetzt zu sein, tritt zurück. Er kann tausendmal zurücktreten, deswegen wird er trotzdem für Ewigkeit den Qualen der Dämonen ausgesetzt sein, weil er erwählt nicht Jesus Christus als seinen Erlöser. Ja? Also, seht euch vor, wenn ihr solche Artikel lest, es gibt ja diesen einen, den wir jetzt hier gerade gelesen haben, es gibt ja wahrscheinlich noch andere, ja? Das muss man immer mit der Doppelzüngigkeit lesen, wie es geschrieben ist, oder man muss es besser gesagt mit der Brille, mit der Bibel als Brille auflesen. Man muss solche Artikel durch die Brille, durch das Verständnis der Bibel lesen. Und dann wird einem bewusst, was da für ein Quatsch drin steht. Das sind schöne Worte, aber mehr auch nicht. Eine Gruppe anonymer katholischer Laien gründete auch eine Webseite mit dem Namen Complicit Kleros. Ja, also das ist dann der
mittäterische Klerus. Auf der eine Petition mit dem Aufruf zum Rücktritt von Papst Franziskus und anderen katholischen Bischöfen, die an der Versuchung, an der Vertuschung sexueller Missbrauchsskandale beteiligt sind, eingerichtet wurde. Trotz der Aufrufe vieler Katholiken, die Papst Franziskus zum Rücktritt aufforderten, scheint er überhaupt nicht daran interessiert zu sein, den Skandal zu kommentieren, der ihn umgibt. Papst Franziskus wendete sich am Montag den Fragen der Reporter über die angebliche Aufhebung der Sanktionen von Papst Benedikt gegen McCarrick zu und forderte sie auf, sich die Vorwürfe anzusehen und ihre eigenen Urteile zu fällen. Tja, soweit der Breitbart-Artikel, mit dem wir zurückkommen in den Text. Das war jetzt hier aus Fußnote 4. Das alles Gesagte reicht, so würde man meinen, um zu erkennen, wie schlimm es um den Vatikan steht. Und ja, das wurde prophezeit. Ich muss das ein kleines bisschen größer machen hier. Ja, das wurde prophezeit, dass in unserer Zeit so etwas in der katholischen Kirche geschehen würde. Es wurde sogar prophezeit, dass sowas in der ganzen Welt geschehen würde. Die Kirche ist seit dem ersten Tag an verdorben und es wurde vor langer Zeit angedeutet, dass in den allerletzten Tagen jeder wissen wird, wer der Mann der Sünde ist. So, da hat der Viktor hier einen Link eingearbeitet. Und also wissen zu kommen, wer der Mann der Sünde ist, dann sollte man sich zum Beispiel das Video anschauen. Dieses hier, Romanismus und die Reformation, das ist jetzt der 6. Teil. In total sind da im Augenblick 10 Teile hochgeladen heute. Und das wird noch eine ganze Menge mehr haben, weil das Buch, das Bruder Maximilian hier übersetzt hat, ist ein 420 Seiten, glaube ich, 420 Seiten Buch und wir sind noch nicht mal in der, ich glaube, wir haben noch nicht mal ein Drittel abgeschlossen mit den ersten 10 Lesungen, die wir hier gemacht haben. Also das wird eine lange Liste sein. Und hieraus kann man ganz deutlich erkennen, wer der Antichrist ist. Darum gibt es diese Lesung überhaupt. Ja? Dieses ist das wichtigste Buch neben der Bibel, das ich je lesen werde. Da bin ich von überzeugt. Deswegen schreibe ich das in die Beschreibung rein. Das meine ich im Ernst. Verpasst diese Lesung nicht. Die folgenden Vorträge, die wir hier hören, wurden auf Wunsch unter der Schirmherrschaft des Protestantischen Bildungsinstituts in Exeter Hall im Frühjahr diesen Jahres gehalten, 1887, von dem der Autor spricht. Dieses Institut, das Protestantische Bildungsinstitut, existiert, um eine dringend benötigte Arbeit zu tun, um, besonders in den Herzen der jungen Generation, und zwar in der heutigen Zeit 2018, ebenso wie 1888, als Henry Grattanillis dies veröffentlicht hat, ein gewisses Maß an intelligenter Sympathie für die protestantischen Traditionen unseres Landes aufrechtzuerhalten. Ja, schaut euch diese Videos an. Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht. 12 Lesungen habe ich bis heute davon gemacht, 10 sind bis heute davon veröffentlicht und weitere werden noch kommen. Und wenn ihr wissen wollt, was der Romanismus ist und wie er in der Bibel vorhergesagt wurde, von dem Propheten Daniel, von dem Apostel Paulus und von dem Apostel und Propheten Johannes, dann folgt dieser Buchlesung. Es gibt keinen Zweifel. Die Charaktere des Antichristen, jeder einzelne Punkt seines Charakters, werden ganz deutlich dargestellt mit dieser Lesung von Henry Grattanillis. Daniel erklärt, wie er die politische Situation sieht des Antichristen. Paulus erklärt die kirchliche Situation und Johannes verbindet die beiden und zeigt den Anfang und das Ende. Ja? Und darüber handelt das Buch Romanismus und die Reformation. Nie wieder werdet ihr einen Zweifel haben, wer der Antichrist ist, wenn ihr dieser Lesung folgt. Ja? Deswegen steht hier: Diese Kirche, die römisch-katholische, ist seit dem ersten Tag an verdorben. Das ist genau der Punkt, den ich mache mit dieser Lesung über den Kindesmissbrauch. Wir dürfen das ja nicht vergessen. Diese ersten Videos, die ersten 5, das ist ja jetzt hier das 5. aus dieser Serie, die beschäftigen sich ja noch gar nicht mit den eigentlichen Fällen. Wir sahen, wie Nonnen Kinder töteten. Da kommen wir dann erst nachher zu, wenn wir noch den BuzzFeed-Artikel lesen. Ja?
Das ist jetzt hier nur Vorbereitung und es zeigt, genau wie der Autor hier deutlich schreibt, diese Kirche ist seit dem ersten Tag an verdorben. Ja? Oh ja, verdorben hätte ich auch noch einfärben müssen hier. Okay. Die Kirche ist seit dem ersten Tag an verdorben. Von Anfang an. Die Wurzel der römisch-katholischen Kirche ist Verderbtheit, ist Verdorbenheit. Und es wurde vor langer Zeit angekündigt, dass in den allerletzten Tagen jeder wissen wird, wer der Mann der Sünde ist. Der Apostel Paulus schreibt im zweiten Buch der Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 3, Zitat: Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall, also eine Abkehr von Christus kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Das sagt Paulus im ersten Jahrhundert an die Thessaloniker. Und das sagt er durch seinen Brief einem jeden christgläubigen, bibelgläubigen, bibelfolgendem, Christusfolgenden Christen, Protestanten, seit er diesen Brief geschrieben hat im ersten Jahrhundert. Lasst euch durch keinen Menschen in irgendeiner Weise verführen. Erst muss der Abfall kommen und dann wird der Mensch der Sünde offenbart werden. Was war denn der Abfall? Der Abfall kam in verschiedenen Schritten. Der erste Schritt war Konstantin, der das Christentum zur römisch-katholischen Staatsreligion erhoben hat, im 4. Jahrhundert. Und der zweite Teil des Abfalls war als Anfang des 7. Jahrhunderts Kaiser Phokas, dem römischen Bischof, den Titel Pontifex Maximus gegeben hat, als er ihm die spirituelle Macht der West- und Ostkirche übertragen hat. Die der Westkirche hatte er schon. Er hat jetzt auch noch die Autorität über die Ostkirche, der Kirche von Konstantinopel, gehabt. Und das war der Abfall der wahren Christuskirche, die da schon lange nicht mehr in Rom natürlich war. Ne? Rom war niemals eine Christuskirche. Der Beginn der römischen Kirche ist der Beginn der Kirche aus Simon den Zauberer, den wir in Apostelgeschichte 8 kennenlernen. Aber absolut richtig ist die Aussage von Paulus. Es muss zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden. So, der Mensch der Sünde ist uns geoffenbart, der Sohn des Verderbens ist uns geoffenbart, spätestens seit Anfang des 7. Jahrhunderts. Wir sind heute im 21., also 14 Jahrhunderte weiter. Und die Menschen haben immer noch nicht begriffen, dass der Papst der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Darum diese Lesung, darum die Lesung Romanismus und die Reformation, dass ihr euch das anschauen könnt und dass ihr wisst, dass wir, wenn wir diese Dinge nicht studieren, wir von manchen Menschen in irgendeiner Weise verführt werden, dass wir die Lüge gelehrt kriegen anstatt die Wahrheit. Wenn wir uns nun umsehen, sagt der Autor, wissen wir, dass es einen großen Abfall gibt. Das, was als gut und moralisch gesehen wird, jetzt als böse betrachtet wird. Und alles, was böse ist, gilt jetzt als moralisch und angemessen. Bis zu dem Punkt, wo ungeborene Kinder getötet werden und Homosexuelle, also Sodomiten, legal verheiratet sind. Ein weiterer Grund, warum Christen gehasst werden, ist, dass die Prälaten aus dem Vatikan seit Jahrhunderten behaupten, Christen zu sein. Das ist das ganz große Übel. Ja, finde ich ein sehr wichtiger Punkt. Muss man sich mal farblich unterlegen hier und muss man mal ein bisschen drüber nachdenken. Was will das denn eigentlich sagen? Viele Leute wollen mit Christentum, wollen mit Jesus Christus, wollen mit der Bibel nichts zu tun haben, weil die römisch-katholische Kirche Jesus Christus dem Christentum und der Bibel einen so schlechten Namen gibt. Dabei hat die römisch-katholische Kirche das Lesen der Bibel immer verboten, immer unterdrückt. Und wenn die Leute heute eine Bibel lesen, dann sollen sie eine Bibel lesen, die von der römisch-katholischen Kirche kommt, die auf korrupten alexandrinischen Texten wie dem Codex Vaticanus und dem Codex Sinaiticus basiert sind und die in vielen Hunderten oder Tausenden von Stellen sogar das Original verändern
und einen anderen Christus lehren, ein anderes Evangelium lehren. Genau das, wovor Paulus gewarnt hat. Wenn einer kommt und euch ein anderes Evangelium lehrt, ist es ein Mensch oder sogar ein Engel? Lehrt er euch was anderes, als was wir gesagt haben oder was in unseren Briefen steht, dann glaubt es nicht. Und das ist ein Grund, weshalb Christen auf dieser Welt so verachtet werden, weil die meisten Leute die römisch-katholische Kirche als Christentum identifizieren und sich dann natürlich sagen, schaut das Bild hier auf der rechten Seite, systematischer Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche. Eine Kirche, die solche Dinge macht, die kann doch nicht göttlich sein, die kann doch nicht liebevoll sein. Das macht doch alles keinen Sinn. Aber die Leute wenden sich dann angewidert vom Christentum ab, anstatt das zu untersuchen und den Unterschied zwischen der römisch-katholischen Kirche auf der einen Seite und der Bibel auf der anderen Seite festzustellen. Anstatt mal eine Bibel zu nehmen, selbst eine korrupte Bibel kann ja in vielen Stellen schon helfen. Ich rate niemals eine korrupte Bibel an, aber für manche Leute ist es besser, eine korrupte Bibel als gar keine Bibel in der Hand zu halten. Weil lass uns doch mal ehrlich sein. Gott hat es ja zugelassen, dass der Antichrist die Bibel verfälscht. Aber er hat auch dafür gesorgt, dass über 80% der Schriften unverfälscht sind in dieser Bibel. Natürlich ist es, wie in der Bibel geschrieben steht, ein wenig Hefe verdirbt oder ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen Leib, ja, dass durch ein wenig Lüge die Wahrheit natürlich verdorben wird und die wahre Lehre in der Bibel verdorben wird, durch Lüge damit beizumixen, das ist ganz klar, das will ich gar nicht wegnehmen. Aber es ist für einen jeden Menschen immer noch besser, eine korrupte Bibel in der Hand zu halten und auf diese Art und Weise zu versuchen, sich Jesus Christus zu nähern, als die Bibel als ein teuflisches Werk wegzutun, abzutun und sich damit überhaupt nicht mehr zu beschäftigen. Jesus rettet und Jesus kann man kennenlernen durch das Wort der Bibel. Und wenn man das Alte Testament durchliest, was weniger verfälscht ist als das Neue Testament, dann kann man schon mal den Gott auf eine ganz vernünftige Art und Weise kennenlernen. Und wenn dann Zweifel daran bestehen, wenn man dann sagt, aber die Bibel macht keinen Sinn, die ich in meiner Hand halte, weil es wird von der Bibel behauptet, dass die Bibel sich selbst erklärt und dass sie keine Erklärung von Priestern oder Bischöfen oder sonstigen Gelehrten braucht, sondern dass die Bibel sich selbst erklärt. Und meine Bibel erklärt sich nicht selbst. Dann kontrolliere bitte, ob deine Bibel auch geschrieben ist auf der Basis der korrekt übersetzten Texte. Des masoretischen, wahren, bewahrten, aramäischen und hebräischen Textes aus dem Alten Testament und des Textes Rezeptus aus dem Strom vom Antioch im Neuen Testament. Und wenn das nicht so ist, wenn deine Bibel sich basiert auf den Texten des Nestle-Aland-Textes, wenn deine Bibel sich basiert auf den Texten von Alexandrien kommend, aus dem anderen Strom, dem gnostischen Strom, dann hast du eine unkorrekte Bibel in der Hand und die erklärt sich nicht selber. Und dann, wenn die Bibel sich nicht selbst erklärt, ist das Verständnis nicht das, was es sein soll. Und da geht es doch darum, die Bibel nicht nur zu lesen, sondern die Bibel auch zu verstehen. Und dann muss ich mir eine korrekte Bibel nehmen. Das ist in Englisch die autorisierte Version der 1611 König James oder König Jakobus Version, AV 1611 King James. Und das ist im Deutschen die Schlachterbibel mit der Übersetzung aus dem Jahr 2000, die 2003 dann veröffentlicht wurde. Auch wenn da kleine Fehler drin sind im Vergleich mit der König James, wenn ihr Englisch könnt, legt die König James immer daneben. Und macht nie den Fehler, das Baby mit dem Badewasser auszugießen, das Christentum zu verachten aufgrund der falschen Lehre in dieser Welt, weil diese falsche Lehre missbraucht den Namen des Christentums genauso, wie die Leute in dieser falschen Kirche Kinder, Knaben und Mädchen, Männer und Frauen missbrauchen für ihre Zwecke, sexuell missbrauchen, physisch missbrauchen, psychisch missbrauchen. Das ist die Art der Kirche. Das ist die Art des Satan, die Art des Teufels. Ja? Das Christentum ist gut, immer schon gut gewesen.
aber nicht alles, was sich als Christentum vorgibt, ist auch Christentum. Und Jesus Christus hat da selbst vorgewarnt. Er hat gesagt, viele werden kommen in meinem Namen und werden sagen, ich bin Christus, und sie werden euch betrügen. Hört doch, was er sagt. Glaubt ihr denn, dass er das gesagt hätte, wenn es nicht so wäre? Jesus Christus hat seine Zeit nicht damit vergeudet, hier rumzulügen. Das kann er gar nicht. Jesus Christus ist der Lüge nicht fähig. Gott ist der Lüge nicht fähig. Aber Satan ist der Vater der Lüge. Und der Satan hat sich dieser Kirche, nenne ich sie jetzt mal, bemächtigt, ja, und hat den Namen behalten, den Mantel, das äußere Erscheinen, aber hat drinnen alles geändert. Das ist genau wie Jesus Christus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten sagte. Von außen seid ihr getünchte, weiße, schöne Gewänder, aber von innen seid ihr voll von toten Menschenknochen. Dead man's bones, dachte ich, heißt es im Englischen. Ja? Ich weiß nicht, wo das genau in der Bibel steht. Gebt das als Google-Suchterm ein und sucht euch das selbst heraus. Ich bin kein Bibellehrer. Ich bin auch nur ein ganz normaler, kleiner, gläubiger Mensch wie ihr alle. Nur was ich weiß, das möchte ich gerne mit euch teilen. Und ich kann euch nur sagen, nehmt euch in Acht vor der römisch-katholischen Kirche, nehmt euch in Acht vor ihren Lehren, nehmt euch in Acht vor ihren Bibeln, und nehmt euch in Acht vor dem, was sie sagen, weil das, was sie sagen, kann nur ins Verderben leiten. Christen werden so gehasst, weil die Prälaten aus dem Vatikan seit Jahrhunderten behaupten, Christen zu sein, und das sind sie nicht. Und die meisten Menschen kennen die dämonischen Übel und Abgründe, die die katholische Kirche zu bieten hat. Auch hier hat Victor einen weiteren Link zu einem Video eingearbeitet. Und das leitet uns, wenn wir uns das anschauen, zu meinem ersten deutschsprachigen Video und der ganzen Videosprachliste, also der ganzen Videoliste der Buchlesung von Babylon nach Rom, das Buch von Alexander Hislop, das er 1853 veröffentlicht hat, das ich hier in dieser kleinen Beschreibung mit reingeschrieben habe. Ja, das war eine Zeit, da habe ich noch kleine Beschreibungen gemacht, da habe ich noch nicht meine ganzen Spiellisten und sowas mit reingemacht, nur die von dem Buch und die von dem Buch auf meinem zweiten Kanal und natürlich den Link zu dem PDF, dass man das Buch gratis mitlesen kann. Und das war mein erstes deutschsprachiges Video, das innerhalb von wenigen, ich glaube 14 Tagen oder sowas, auf 5000 Klicks kam. Und seit dem 15. November 2015 ist es jetzt über 3 Jahre hochgeladen und hat gerade nochmal 2000 Klicks dabei bekommen. Aber es geht nicht um die Klicks. Es geht darum, dass es innerhalb von ganz kurzer Zeit 5000 Mal angeschaut wurde. Und das ist sehr wichtig, dass wir uns das merken. Und dieses Video, damit hat bei mir in Deutsch mehr oder weniger alles angefangen. Dieses Video erklärt genau das, was Victor uns hier oder was der Autor uns hier in diesem Artikel sagt, die dämonischen Übel und Abgründe, die die katholische Kirche zu bieten hat, eben weil sie ihre Wurzeln in Babylon hat, von Babylon nach Rom. Es geht um den Ursprung der römisch-katholischen Religion. Und dadurch wird uns deutlich, dass man aus der Kirche nur eines tun kann: rauskommen. Ja? Die meisten Menschen kennen die dämonischen Übel und Abgründe, die die katholische Kirche zu bieten hat, aber sie denken, dass das Christentum ist, und sie machen den Unterschied nicht. Und deswegen meine eindringliche Bitte von gerade eben. Haben Sie schon einmal davon gehört, dass Hunderte von Millionen gehorsamer Christen während der Inquisition getötet wurden und Millionen ihrer Kinder bis zur heutigen Welt belästigt werden, also bis zur heutigen Zeit, ja? Leute, so viele Menschen wurden während der Inquisition getötet. In meinem Inquisitionslied habe ich das vorne, spiele ich das vorne an immer. Diese Sendung fängt hier auch damit an, ja? Schaut mal, das ist das Video von Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Das wird eine ganze Serie. Heute ist der 28. November. Ich habe heute, also 2018, ich habe bis heute 24 Lesungen davon gemacht, von dem Buch.
Ich bin damit im Augenblick auf Seite 271 gestrandet, im ersten Band. Es sind drei Bände von in total knapp 1800 Seiten. Ja, alle drei Bände zusammen. Ich habe 24 Lesungen gemacht nach dieser einen, aber ich habe bis jetzt nur diese eine hochgeladen. Nicht, weil ich zu faul bin, sondern weil ich so viele andere Dinge in der Zwischenzeit noch hatte und jetzt diesen systematischen Kindesmissbrauch im Augenblick vorgeschoben habe und dieses Thema erst behandle, bevor ich das Thema aus der Inquisition behandle. Ja? Das ist aber ein sehr, sehr interessantes Thema, deswegen werde ich das Buch auch ganz lesen. Und es geht nicht nur darum, dass ich das Buch ganz lese, es geht darum, dass ich diese Buchlesung zusammen mit euch teile, ja? Dass ich das vorlese und in Videos reinpasse. Hunderte von Millionen gehorsamer Christen würden während der Inquisition getötet. Die Inquisition, die offiziell 1209 oder 1206 ungefähr anfing, also Anfang des 13. Jahrhunderts, und die offiziell Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem Ende der Napoleonischen Kriege geendet war. Aber die Inquisition gab es schon die 12 Jahrhunderte vor dem 13. Jahrhundert. Stephanus war der Erste, der durch die Inquisition gestorben ist, und das lesen wir im Buch der Apostelgeschichte, Kapitel 7, über die Steinigung von Stephanus und danach dann die Bekehrung von Saulus zum Paulus. Ja, das war auch Inquisition. Der wurde nicht verhört und gefoltert, aber er wurde gesteinigt aufgrund seines Glaubens. Und was ist die Inquisition? Die Inquisition ist das Foltern und Morden von Menschen, die nicht den Glauben der römisch-katholischen Kirche, die nicht den Glauben des Antichristen annehmen, sondern den Glauben des wahren Christus folgen. Ja? Deswegen kann die römisch-katholische Kirche sich zwar vorgeben, Christus zu lehren, aber sie tut es nicht, wenn man denen auf den Grund geht. Deswegen ist es so wichtig, das Christentum nicht zu identifizieren mit der römisch-katholischen Kirche. Und das ist damals so gewesen, dass Millionen von Kindern Gottes von der Inquisition getötet wurden und heute noch werden und auch in der Zukunft noch getötet werden. Dann eben durch Kriege. Schaut euch nochmal meine Lesung an von Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris, wo ich über den Teil von des Staates Kroatien, des unabhängigen Staates Kroatien zwischen 1940 und 1945 berichtet habe. Im Englischen, wenn ihr euch das anschaut, wenn es dann ganz hochgeladen ist, habe ich sogar diesen extra Artikel mit reingebracht von Wie werde ich ein menschlicher Schlachter? Ja? Grausam, aber ich musste das da bringen. Das bringe ich in Deutsch nicht, weil den Artikel, den hatte ich damals nicht übersetzt, der wurde nicht übersetzt. Aber auch im Deutschen spreche ich davon, wie die Ustasche 1 Million Serben damals ermordet hat, nach dem Motto Konvertiere oder stirb. Und Edmond Paris hat dann noch ein eigenes Buch drüber geschrieben, über diesen unabhängigen kroatischen Staat, nämlich Konvertiere oder stirb, Convert or Die. Ja? Das ist auch Inquisition. Inquisition durch die Kriege heutzutage. Das sind moderne Maßnahmen, aber es ist und bleibt dasselbe. Noch immer glauben die Leute, fährt der Auto fort, der Papst sei ein Mann Gottes und man sollte ihm vertrauen. Das glauben die Leute, aber das ist nicht so. In der Regel wird die Geschichte über die Übel aller Päpste, Kardinäle und Bischöfe und Priester erwähnt. Die meisten sind sich aber gar nicht bewusst, wie böse die Nonnen sind. Und deswegen gehen wir zu diesem Artikel, wie böse die Nonnen sind. Das ist der Artikel von BuzzFeedNews.com. Und diesen Artikel, den wir uns jetzt mal ganz kurz anschauen, den übersetzt Bruder Maximilian. Hat er bereits mit angefangen, da arbeitet er dran. Hier sehen wir erstmal nur eine ganze Menge Bilder. Und jetzt sehen wir hier die Geister des Waisenhauses. Hier sehen wir Auszüge und hier fängt der Artikel an von Christian Kennelly vom 27. August 2018. Da wurde das veröffentlicht. Und jetzt seht ihr hier an der Seite dieses kleine Ding. Ne? Ich scroll hier runter und ihr seht, wie wenig sich das auf der ganzen Seite bewegt. Jetzt schaut mal, wie lang der Artikel ist. Das ist der Artikel, wir sahen Nonnen Kinder töten.
die Geister des heiligen Josefs katholischen Waisenhauses. Seht ihr, wie lang der Artikel ist? Da arbeitet Maximilian dran. Das ist eine ganze Menge Arbeit. Und heute, am 28. November, wo ich dieses Video produziere, ist er da immer noch nicht mit fertig. Aber er muss mir auch nicht das ganze fertige Dokument geben. Er kann, während ich anfange, daran vorzulesen, daran arbeiten bleiben. Und aus diesem einen Artikel, das kann ich euch jetzt schon sagen, habe ich geplant, auch noch weitere aktuelle Artikel später zu veröffentlichen, die wir dann von Webseiten von demselben Hintergrund nehmen, wie hier BuzzFeedsNews.com oder auch von Webseiten von PresenceOfGodMinistry.org, wo ja der Originalartikel herkommt, das Originalvideo, auch die Videos, die ihr gesehen habt, die zwei kleinen, die wir bis jetzt geschaut haben. Und der hat ja hunderte, wenn nicht tausende Artikel auf seiner Webseite und da werden wir uns weiter mit beschäftigen. Schaut mal, so weit geht das hier. Bis das alles übersetzt ist und bis ich euch das alles vorgelesen habe, da werden noch ein paar Tage vergehen. Das ist die Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe, um euch davon zu überzeugen, dass der Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche systematisch ist. Dass der Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche aus der römisch-katholischen Kirche kommt, weil die römisch-katholische Kirche ihre Wurzeln in Babylon hat. Ja? Und dieser Artikel beweist das. Und den werden wir uns anschauen. Den werden wir uns ganz tief anschauen, wenn wir mit diesem Artikel, wir sahen, wie Nonnen Kinder töten, fertig sind. Ich kann jetzt nicht alles auf dieser Seite teilen, sagt der Autor. Das ist Nicholas von PresenceOfGodMinistry.org. Ja? Der hat diesen Artikel gemacht und da hat er ein Video dazu gemacht und das Video schauen wir uns dann auch später noch an. Er sagt, ich kann jetzt nicht alles auf dieser Seite teilen. Ich habe euch ja gerade gezeigt, wie lang die ist. Da das Stunden dauern würde. Und diese Stunden, meine lieben Brüder und Schwestern, nehme ich mir, um den Artikel euch vorzulesen, um euch bekannt zu machen mit dem systematischen Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche. Aber, sagt er, ich werde ein paar Dinge aus dem Artikel jetzt schon mitteilen, von denen ich warnen möchte, dass sie nicht für zimperliche Menschen sind. Ja, es ist sehr schlimm in der katholischen Kirche. Kinder werden täglich belästigt und täglich vergewaltigt. Und dies seit langem, wie die Didache-Dokumente ihrer eigenen historischen Vergangenheit bestätigen. Einige Geschichtsinteressierte kennen bereits die 10.000 Kinder, die von Nonnen getötet und im Lauf der Jahrhunderte auf kirchlichem Besitz begraben wurden. In Irland wurden im vergangenen Jahr 800 begrabene Kinder auf Kirchengrundstücken entdeckt. Da gibt es einen Artikel zu. Und den sehen wir hier auf shz.de. Massengrab im katholischen Mütterheim. Kinder wurden wie Müll weggeworfen. Und diesen Artikel aus der SHZ, den werden wir uns nächstes Mal anschauen. Jetzt macht hier das Internet im Grunde ein bisschen Schwierigkeiten. Ich kann die Seite jetzt nicht so gut runterscrollen. Ihr seht, der Artikel ist nicht allzu lang, aber den werden wir uns nächstes Mal anschauen. Hier, diesen Artikel. Ganz zu schweigen von dem Video, das ich letzten Mai über zwei Nonnen gemacht habe, die dabei erwischt wurden, wie sie 60 Kinder in Kolumbien gefoltert haben. Ja, das ist das Video, wir sahen Nonnen Kinder töten. Nun, dann schauen wir mal eben, katholischer Kindesmissbrauch, Video, Nonnen foltern 60 Kinder, den hatten wir gesehen, katholischer Priester schlägt Kleinkind vor Kamera, das war Teil 1, Nonnen foltern 60 Kinder, das war in Teil 4 und im nächsten Teil, wir sind jetzt in Teil 5, in Teil 6 werden wir sehen, wir sahen Nonnen Kinder töten. Damit fahre ich nächstes Mal fort. Deswegen steht es hier, ja, vor allem in Irland, wir werden uns also den Artikel durchlesen hier aus Irland, ganz zu schweigen von dem Video, das ich, Nicholas von Presence of God Ministry, letzten Mai über die zwei Nonnen gemacht habe, die dabei erwischt wurden, wie sie 60 Kinder in Columbia, in den Vereinigten Staaten von Amerika, gefoltert haben. Aber was ich jetzt von dieser Seite, da geht es um BuzzFeeds.com, diesen langen Artikel, den ich euch gezeigt habe, lesen werde, ist absolut gruselig. Wie sie diese kleinen Jungen und Mädchen unter Druck gesetzt haben, bestätigt, was die Prophezeiung über die Kirche von Rom gesagt hat. So,
Und hiermit habe ich jetzt meine Einleitung mehr oder weniger abgeschlossen. Wir haben alle wichtigen hier zulaufenden Artikel und Hintergründe über Rom, wie es zurückgeht auf Babylon und haben erklärt, dass dieser Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche systematisch ist. Diese ganze Vorbereitung ist abgeschlossen. Jetzt kommen wir zum wahren Inhalt. Wir werden nächstes Mal fortfahren. Ich werde euch das kleine Video zeigen, das in Englisch ist, aber das Victor mit deutschen Untertiteln versehen übersetzt hat, dass wir uns dieses 8-Minuten-Video anschauen können. Und dann gehen wir in den Artikel rein von den 800 Kindern in dem irischen Kloster, was da gefunden wurde. Und dann gehen wir in diesem Artikel weiterlesen und werden die paar Fälle herausholen, die Nikolas bereit war, in diesem Artikel bereits mit uns zu teilen, bevor wir dann in den großen BuzzFeeds-Artikel gehen, der ja so lang ist, wie ihr gesehen habt, und wo wir uns eine ganze Zeit lang mit beschäftigen werden, mit dem Kindesmissbrauch darin. Ich danke euch für heute für eure Aufmerksamkeit und ich appelliere an euch, eure eigenen Nachforschungen anzustellen und diese eigenen Nachforschungen bitte immer erst mit der Bibel beginnen. Lest die Bibel, lest das Wort Gottes, lernt Jesus Christus kennen, lernt euren Vater im Himmel kennen, euren biblischen Vater, den ihr nicht sehen könnt, den ihr hier als biologischen Vater vorgesetzt bekommt, den kennt ihr fast alle. Aber euren himmlischen Vater könnt ihr durch sein Buch kennenlernen. Lest sein Buch. Es ist die Gebrauchsanweisung, die wir brauchen, um durch dieses Leben zu gehen. Gott gibt uns mit diesem Buch alle Regeln mit, die wir brauchen in diesem Leben. Habt mich gut verstanden, ne? Keine Rechte, Regeln, Ordinationen, ja? Das gibt er uns mit. Gebote, Verhaltensgebote, Gewissensgebote, moralische Gebote und nicht die moralische Lehre von Hermann Busenbaum oder Suarez oder sonstigen Doktoren der römisch-katholischen Kirche, die sich christlich nennt und die nur antichristlich ist. Um das zu erkennen, studiert täglich wie ein guter Berührer eure Bibel. Lest eure Bibel. Maranatha.